Bitte Platz zu nehmen. Bitte, Frau Kollegin. Antrag der Kinder Kammer am Tor auf Aufhebung des Bundesgesetzes über die Enteignung der Liegenschaft Salzburg-Vorstadt Nr. 15 Braunau-Wien, DGBL Nummer 1.4 aus 2017 als Verfassungswidrig. Bitte sich zu erheben. Im Namen der Republik, der Verfassungsgerichtshof hat in der soeben aufgerufenen Rechtssache gemäß Artikel 140 des Bundesverfassungsgesetzes zu Recht erkannt, der Antrag, das Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nummer 15 Braunau am Inn, BGBL Römisch 1 Nummer 4 aus 2017, zur Gänze aufzuheben, wird hinsichtlich des Paragraphen 1, des Paragraphen 3 Absatz 3 und des Paragraphen 5 dieses Gesetzes abgewiesen. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Ich werde jetzt die Erwägungen, die den Verfassungsgerichtshof zu dieser Entscheidung bestimmt haben, kurz wiedergeben. Ein Wort im Voraus zur Frage der Zulässigkeit. Mit Beschluss vom Februar dieses Jahres hat das Bezirksgericht Braunau am Inn aufgrund des genannten Gesetzes, danke, die Vormerkung des Eigentumsrechts für die Republik, ob der in Rede stehenden Liegenschaft beschlossen. Gegen diesen Beschluss erhob die Antragstellerin Rekurs und stellte aus diesem Anlass den Antrag auf Aufhebung des dem Beschluss zugrunde liegenden Gesetzes. Sie begehrt, das Gesetz zur Gänze aufzuheben. Dabei übersieht sie jedoch, dass im Verfahren über die Vormerkung der Übertragung des Eigentums im Grundbuch nicht alle Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden sind, also präjudiziell sind. Das trifft vielmehr nur auf § 1, § 3 Absatz 3 und § 5 zu. Im Übrigen war der Gesetzesprüfungsantrag daher unzulässig. Und nun zur Entscheidung in der Sache. Ich beginne mit dem Aspekt der Verletzung, der behaupteten Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze und des Rechts auf ein faires Verfahren. Der Verfassungsgerichtshof hat mehrfach, beginnend mit einem Erkenntnis schon aus dem Jahr 1956, ausgesprochen, dass weder unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit noch unter dem Gesichtspunkt der Gewaltentrennung Bedenken dagegen bestehen, dass die Rechtsform des Gesetzes auch für eine Enteignung genutzt wird. Der Verfassungsgerichtshof kann auch im vorliegenden Fall keinen Missbrauch der Gesetzesform erkennen. Dadurch, dass die Enteignung unmittelbar durch Gesetz verfügt worden ist, wird nämlich die Rechtsstellung der Antragstellerin nicht verschlechtert. Sie ist nicht anders gestellt, als wenn die Enteignung aufgrund eines Gesetzes durch einen Akt der Verwaltung ausgesprochen worden wäre. Ein verfassungsrechtlich verpöntes Sonderopfer liegt gleichfalls nicht vor. Was ist ein Sonderopfer? Sonderopfer bedeutet, dass die Antragstellerin, das ist das Vorbringen, durch die Enteignung gegenüber anderen Personen, die in einer gleichartigen Situation sind, benachteiligt wäre. Dieses Sonderopfer liegt nicht vor, weil außer Frage steht, dass das Geburtshaus Adolf Hitlers, wie das von einer Kommission, interdisziplinären Kommission zum historisch korrekten Umgang mit diesem Gebäude auch wiederholt festgestellt wurde, gegenüber anderen historisch belasteten Objekten ein besonderes Identifikationspotenzial aufweist und daher der Vergleich mit anderen historisch belasteten Gebäuden von vornherein ins Leere geht. Daher ist eine unsachliche Ungleichbehandlung der Antragstellerin auszuschließen. Gemäß Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention hat jedermann Anspruch darauf, dass seine Sache öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht gehört wird, das im vorliegenden Kontext über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen entscheidet. Im hier
vorliegenden Fall, im Fall des hier angefochtenen Enteignungsgesetzes, wurde dieser durch Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Anspruch durch das eine öffentliche mündliche Verhandlung einschließende Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof erfüllt, vor dem Verfassungsgerichtshof, dem in dieser Hinsicht volle Kognitionsbefugnis hinsichtlich der Sach- und Rechtsfragen zukommt. Ich komme nun zur behaupteten Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Eigentum. Eine Enteignung ist nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann zulässig, wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten ist. Das ist nur dann der Fall, wenn ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt, wenn das Objekt der Enteignung überhaupt geeignet ist, diesen Bedarf unmittelbar zu decken und wenn es unmöglich ist, den Bedarf anders als durch Enteignung zu decken. Wenn eine Enteignung nicht in diesem Sinne im öffentlichen Interesse notwendig ist, dann liegt eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Eigentum vor. Und nun zum hier angefochtenen Gesetz. Der Verfassungsgerichtshof hat wiederholt in mehreren Erkenntnissen ausgesprochen, dass die kompromisslose Ablehnung des Nationalsozialismus ein grundlegendes Merkmal der im Jahr 1945 wiedererrichteten Republik Österreich ist. Durch den im Verfassungsrang stehenden Artikel 9 des Staatsvertrages von Wien ist die Republik Österreich überdies verpflichtet, alle Spuren des Nazismus zu entfernen, um zu gewährleisten, dass nazistische Organisationen nicht in irgendeiner Form wieder ins Leben gerufen werden. Diese völkerrechtliche Verpflichtung schließt auch die Verantwortung der Republik ein, alle Maßnahmen zu setzen, um narzisstische Tätigkeit und Propaganda zu verhindern und auf diese Weise sicherzustellen, dass politische Propaganda mit diesen inhaltlichen Tendenzen auch nicht ansatzweise ihre Ideen verbreiten kann und das alles, um sicherzustellen, dass das demokratische System in diesem Land nicht bedroht wird. Der Verfassungsgerichtshof geht davon aus, dass das bundesverfassungsgesetzliche Wiederbetätigungsverbot, wie es durch § 3 des Verbotsgesetzes statuiert wird, und das von mir soeben erwähnte bundesverfassungsgesetzliche Verbot nazistischer Tätigkeit, wie es sich aus dem Staatsvertrag von Wien ergibt, als umfassende Verbote zu verstehen sind, deren Übertretung strafrechtlich zu sanktionieren ist, die aber über das Gebot der strafrechtlichen Sanktionierung hinaus auch noch von weiterer rechtlicher Bedeutung sind. Und diese weitergehende rechtliche Bedeutung korrespondiert mit der Verpflichtung der Republik Österreich, die im Artikel 10 des Staatsvertrages verankert ist, im Sinne eines Auftrags an den Gesetzgeber, die im Artikel 9 des Staatsvertrages von Wien festgelegten Grundsätze auch aufrecht zu erhalten. Der Verfassungsgerichtshof ist daher der Auffassung, dass der ganz spezifische historische Kontext Österreichs allen Staatsorganen, einschließlich des Gesetzgebers, eine besondere Verantwortung im Umgang mit der Unterbindung neonationalsozialistischen Gedankengut gebietet. Die enteignete Liegenschaft ist erwiesenermaßen geeignet als, jetzt in einem übertragenen Sinn gesprochen, Pilgerstätte oder Identifikationsstätte zur Pflege neonationalsozialistischen Gedankenguts besucht zu werden. In dieser Hinsicht kommt ihr gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal zu. Die damit verbundene spezifische Symbolkraft kann nachhaltig und effektiv nur beseitigt werden, wenn es auch zu einer tiefgreifenden architektonischen Umgestaltung des Gebäudes kommt, die dem Objekt den Wiedererkennungswert und die Symbolkraft nimmt. Da Besuche dieser Liegenschaft auch geradezu regelmäßig von rechtsextremen Gruppen
und Personen zur Verherrlichung der in Österreich verfassungsrechtlich verbündeten nationalsozialistischen Ideologie genutzt werden und in Zukunft genutzt werden könnten, ist der Staat verpflichtet, selbst sicherzustellen, dass dieser strafrechtlich verbotene Missbrauch nicht stattfinden kann. Dass dies von vornherein zu unterbinden im öffentlichen Interesse liegt, wurde auch vom Vertreter der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten. Entscheidet sich also der Gesetzgeber für eine Enteignung durch das Gesetz, so liegt dies im öffentlichen Interesse, weil nur die uneingeschränkte Ausübung des Eigentumsrechts, die uneingeschränkte Verfügungsmacht über das Objekt, eine Nutzung der Liegenschaft im Sinne der Empfehlungen der von mir vorhin erwähnten Kommission, Expertenkommission, gewährleistet. Eine derartige Nutzung erlaubt es der Republik, ihrer Verpflichtungen nachzukommen, jegliche nationalsozialistische Wiederbetätigung und jegliche Gedanken, bejahende Gedanken an den Nationalsozialismus in diesem Zusammenhang dauerhaft zu unterbinden. Daher ist, so die Auffassung des Verfassungsgerichtshofes, der Bedarf zur Enteignung gegeben. Auch ist die im öffentlichen Interesse gelegene Enteignung nicht schon deshalb unverhältnismäßig, weil die damit verfolgten Ziele auch anders erreicht werden könnten. Nur durch die Enteignung der gesamten Liegenschaft ist nämlich sichergestellt, dass Maßnahmen entsprechend den Nutzungsempfehlungen der Kommission überhaupt umgesetzt werden können. Nur der Eigentümer hat gemäß § 354 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches das Recht, mit der Substanz und der Nutzung einer Sache nach Willkür zu schalten, was zur Umsetzung dieser Empfehlungen unerlässlich ist. Zudem muss auch sichergestellt werden, dass das in Rede stehende Grundstück nicht an Dritte verkauft wird. Dass sich die Republik Österreich bereits mehrfach erfolglos um den käuflichen Erwerb des Grundstücks bemüht hat, ist belegt. Last but not least, die Enteignung erfolgt auch nicht ohne Entschädigung. § 3 des bekämpften Gesetzes sieht ausdrücklich vor, dass für die Enteignung des Grundstücks eine Entschädigung gebührt. Eine Entschädigung, die durch Bescheid des Bundesministers für Inneres festzusetzen ist. Die Antragstellerin ist daher durch das angefochtene Gesetz auch nicht im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Eigentum verletzt. Die nähere Begründung dieser Entscheidung ist der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten und diese schriftliche Ausfertigung wird so rasch wie möglich ergehen. Danke. Thank you.